Daniel Offenbacher, du bist jetzt zweimal beim SK Sturm. Was hat sich in dieser Zeit verändert? Ja, verändert. Ich glaube, dass ein neuer Trainer gekommen ist. Aber schlussendlich hat sich nicht relativ viel verändert. Ich glaube, dass eine sehr, sehr gute Mannschaft da zu Werke geht. Und ich glaube, dass wir noch einiges erreichen können. Wo siehst du bei dir persönlich deine Stärken? Ja, das ist immer schwer zu sagen. Meine Stärken, würde ich mal sagen, ist das Passspiel. Ja, noch der linke Fuß, glaube ich, ist auch nicht so schlecht. Und ich glaube, dass das eigentlich meine Hauptstärken sind. Welche Schwächen hat Daniel Offenbacher? Ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, ich habe keine. Aber ich glaube, das Kopfballspiel, glaube ich, durch meine Größe ist jetzt nicht überragend. Ja, rechte Fuß, glaube ich, kann man auch noch sehr, sehr viel machen. Was hast du vor nach dem Jahr? Oder was sind deine Karrierepläne? Ja, nach dem Jahr wird sich entscheiden, ob der Verein die Option zieht bei mir oder nicht. Aber ich glaube, ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Mir taugt es da, die Mannschaft ist super. Und ja, was dann die Zukunft bringt, wird man dann sehen.